Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserer heutigen Leo-Sitzung im Staatsrecht 3 und Europarecht. Wir hatten uns in den letzten Sitzungen mit dem Staatsrecht 3 beschäftigt, hatten Fälle zum Staatsrecht 3, zum Völkerrecht und im Verhältnis zum Verfassungsrecht in Deutschland und zum deutschen Verwaltungsrecht gemacht und wollen jetzt heute mit dem vierten Fall den Übergang versuchen vom Völkerrecht zum Unionsrecht. Der Fall 4, der Fall Smart Sanctions, ist ein Fall, der sich sowohl mit dem Verhältnis des Völkerrechts zum nationalen Recht als auch mit dem Verhältnis des Unionsrechts zum nationalen Recht beschäftigt und ist deswegen ein Fall, der geeignet ist, hier für diesen Übergang vom Völkerrecht zum Europarecht. Der Fall als solcher ist vergleichsweise schwierig von der Thematik her. Also man würde ihn so im Pflichtfach nicht als Examensklausur stellen, deswegen keine Angst. Aber er ist didaktisch sehr lehrreich und zeigt eben auch nochmal die Unterschiede zwischen der Völkerrechtsordnung auf der einen Seite und ihrer Wirkung im nationalen Recht und der Europarechtsordnung, der Unionsrechtsordnung und ihrer Wirkung im nationalen Recht auf der anderen Seite. Also heute folgender Fall zu den Smart Sanctions. Der M. Mahdi, ein iranischer Staatsbürger, fühlt sich wie in einem Roman von Kafka. Als er am 20. Juni 2002 in seine Heimat reisen wollte, versagte ihm das Reisebüro den Ticketkauf. Seine Kreditkarten seien sämtlich gesperrt. Der M. rief daraufhin bei seiner Bank an. Diese eröffnete ihm, dass seine sämtlichen Konten gesperrt seien. Der M. Erst nach eindringlichen Nachfragen erfuhr der M., dass er auf einer der neuen EU-Terrorlisten stehe. Als eine Person, die verdächtigt wird, den Terrorismus zu unterstützen, war er in die Liste gemäß Anhang 1 der Verordnung Nummer 881 aus 2002 des Rates vom 27.05.2002 aufgenommen worden. Die Verordnung wurde aufgrund einer entsprechenden Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen erlassen. Auf dieser Grundlage wurden seine gesamten Gelder und andere Finanzmittel des M eingefroren. Die Maßnahmen haben unbefristete Geltung. Dem M wird vorgeworfen, in Afghanistan nach dem Zusammenbruch des Taliban-Regimes das Al-Qaida-Netzwerk von und um Osama bin Laden finanziell und logistisch unterstützt zu haben. Ihm selbst wurde dies nicht mitgeteilt. Er erfuhr dies erst am 25.06.2002 durch seinen Anwalt. Der M ist empört. Er macht geltend, die Europäische Union könne keine Sanktionen gegen Privatpersonen verhängen, sondern nur gegenüber Staaten. Es sei fraglich, ob dies überhaupt in Form von einer Verordnung regelbar sei. Außerdem werde er durch die Sanktionen in seinen Grundrechten verletzt. Man könne ihm doch nicht ohne weiteres sein Eigentum entziehen. Er habe auch keinerlei Gelegenheit bekommen, sich zu dieser Maßnahme zu äußern und die Verdächtigungen richtigzustellen. Nachdem alle Bemühungen, seinen Namen auf diplomatischem Weg von der Liste streichen zu lassen, erfolglos waren, sieht M. nur noch die Möglichkeit einer gerichtlichen Geltendmachung, zumal die Sperrung seiner Konten bereits seit Monaten andauert. Am 10. August 2002 erhebt der M. daher über seinen Anwalt Klage gegen den Rat und die Kommission und fordert, die entsprechende Verordnung, die Verordnung 881 aus 2002, für nichtig zu erklären, soweit diese Verordnung ihn betrifft. Und jetzt die Aufgabe, meine Damen und Herren, wird die Klage des M Erfolg haben. Der Bearbeitervermerk weist darauf hin, dass diese Verordnung, um die es hier geht,
zur Durchführung eines gemeinsamen Standpunktes, des Standpunktes 2002-402 GSB 2 erlassen wurde. Dieser gemeinsame Standpunkt, und es wird später bei der rechtlichen Betrachtung noch wichtig sein, war seinerseits zurückzuführen auf die Resolution 1267 von 1999, 1333 aus dem Jahr 2000 und 1390 aus 2002, alles Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Der Sicherheitsrat hatte diese drei Resolutionen in der Erwägung erlassen, dass die Unterbindung des internationalen Terrorismus für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit unerlässlich sei. Und diese drei Resolutionen wurden gemäß dem 7. Kapitel der Charta der Vereinten Nationen verabschiedet. Das ist der völkerrechtliche Hintergrund dieses Falles. Und um diesen völkerrechtlichen Hintergrund abzurunden, noch ein Auszug aus der Charta der Vereinten Nationen, nämlich deren ganz zentraler Artikel 103. Widersprechen sich die Verpflichtungen von Mitgliedern der Vereinten Nationen aus dieser Charta und ihre Verpflichtungen aus anderen internationalen Übereinkünften, so haben die Verpflichtungen aus dieser Charta Vorrang. Also die Charta der Vereinten Nationen beansprucht mit ihrem Artikel 103 Vorrang vor anderen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. Gut, das ist der rechtliche Rahmen, meine Damen und Herren. Wenden wir uns also der Aufgabenstellung zu, wird die Klage des M gegen das Einfrieren seiner Konten Erfolg haben. Bei der Lösungsskizze müssen wir uns zunächst Gedanken machen, wie der M hier vorgehen kann. Und meine Damen und Herren, hier werden wir uns mit einer Klage beschäftigen, die auf der Unionsebene wichtig ist. Die sogenannte Nichtigkeitsklage steht hier im Raum. Das Ganze war ein konkretes Verfahren. Das von Yusuf und Kadi war der Fall. Die haben das Verfahren angestrengt und auch damals ging es um eine Nichtigkeitsklage gemäß Artikel 263 Absatz 4 des AEUV. Die Nichtigkeitsklage kann gegen Rechtsakte der Europäischen Union erhoben werden, also immer dann, wenn im Raum steht, dass ein Rechtsakt der Europäischen Union, eine Verordnung oder eine Richtlinie, wenn diese möglicherweise rechtswidrig sind, so kann im Einzelfall die Nichtigkeitsklage einschlägig sein. Was sind die Besonderheiten dieser Nichtigkeitsklage? Nur ganz kurz im Überblick, meine Damen und Herren. Sie müssen diese Klage nicht im Detail kennen, aber dass Sie sie mal gesehen haben und um den Fall hier zu verstehen. Die Nichtigkeitsklage ist auf bestimmte Klagegründe beschränkt. Mit denen werden wir uns noch beschäftigen und werden gucken, ob hier Klagegründe einschlägig sind. Und was auch noch wichtig ist, Sie brauchen eine Klagebefugnis. Sie müssen geltend machen, dass Sie klagebefugt sind. Also Sie müssen sich im Einzelfall auf Rechte berufen. Aber hier bei der Klagebefugnis wird bei der Nichtigkeitsklage unterschieden zwischen den sogenannten privilegierten Klägern. Wenn Sie mal hineingucken, meine Damen und Herren, in den Artikel 263 des AEUV, so finden Sie die privilegierten Kläger im Absatz 2 und 3 des Artikels 263. Das sind nämlich Absatz 2, Klagen eines Mitgliedstaates, des Europäischen Parlaments, des Rates oder der Kommission. Wegen Unzuständigkeit können Klagen erhoben werden, Verletzung von Formvorschriften oder Verletzung der Verträge. Und wie Sie hier sehen, muss hier in diesem Fall des Absatz 2, wenn ein Mitgliedstaat oder ein Organ der Europäischen Union klagt, müssen keine eigenen Rechte geltend gemacht werden. Also Mitgliedstaaten und Organe können hier, ohne eine spezifische Klagebefugnis geltend zu machen, Nichtigkeitsklage ergreifen. Absatz 3 sieht die teilprivilegiert Klagebefugten vor.
Danach ist der Gerichtshof der Europäischen Union unter den gleichen Voraussetzungen zuständig für Klagen des Rechnungshofes, der Europäischen Zentralbank und des Ausschusses der Regionen, die auf die Wahrung ihrer Rechte abzielen. Auch hier, auch bei diesen Klageberechtigten bei dem Rechnungshof der EZB und dem Ausschuss der Regionen wird keine Klagebefugnis verlangt, aber deswegen sind sie streng genommen auch nur teilprivilegiert. Hier wird zumindest verlangt, dass die Klage sich auf die Wahrung ihrer Rechte bezieht. Also EZB, Rechnungshof und der Ausschuss der Regionen müssen zumindest geltend machen, dass es ihnen hier um die Wahrung ihrer Rechte geht. Also Absatz 2. Mitgliedstaaten und Unionsorgane sind völlig entbunden davon, eine Klagebefugnis geltend zu machen. Die müssen nur einen Klagegrund vorbringen. Absatz 3. EZB, Rechnungshof und Ausschuss der Regionen müssen die Wahrung ihrer Rechte geltend machen. Und nun kommen wir, und das spielt im Fall eine Rolle, deswegen hier schon mal vorweg, zu Absatz 4, den natürlichen und juristischen Personen. Und das sind die sogenannten nicht privilegierten Kläger. Bitte schauen Sie mal hinein in Artikel 263 Absatz 4. Danach kann jede natürliche oder juristische Person unter den Bedingungen nach den Absätzen 1 und 2 gegen die an sie gerichteten oder sie unmittelbar und individuell betreffenden Handlungen sowie gegen Rechtsakte mit Verordnungscharakter, die sie unmittelbar betreffen und keine Durchführungsmaßnahmen nach sich ziehen, Klage erheben. Also natürliche und juristische Personen müssen geltend machen, dass sie unmittelbar und individuell betroffen sind. Das bedeutet, dass hier eine Klagebefugnis in diesen Fällen geltend gemacht werden muss. Für nicht privilegierte Kläger haben sie also engere Rechtsschutzvoraussetzungen, als das sonst bei den anderen privilegierten Klägern der Fall ist. Also hier müssen sie auf jeden Fall geltend machen, dass sie unmittelbar und individuell betroffen sind. Gut, das vorweg, meine Damen und Herren, zur Nichtigkeitslage. Prüfen wir jetzt ganz schulmäßig die Zulässigkeit und Begründetheit der Nichtigkeitsklage. Diese Klage wird natürlich Erfolg haben, wenn und soweit sie zulässig und begründet ist. Zulässigkeit, ganz schulmäßig zunächst die sogenannte Zuständigkeit. Wer ist zuständig, meine Damen und Herren, für die Nichtigkeitsklage? Zwei Gerichte kommen hier in Betracht, nämlich zum einen der Europäische Gerichtshof und zum anderen das Europäische Gericht erster Instanz. Also beide Gerichte können zuständig sein, EuG erste Instanz oder EuGH, Europäischer Gerichtshof. Wie grenzt sich die Zuständigkeit, und das würde ich Sie gerne fragen, meine Damen und Herren, wie grenzt sich die Zuständigkeit dieser beiden Gerichte voneinander ab? Nach welcher Norm entscheiden Sie, ob das Europäische Gericht erster Instanz zuständig ist oder der Europäische Gerichtshof? Weiß das jemand, meine Damen und Herren? Dann bitte ich um eine kurze Meldung im Chat. Sehr schön, hier kommt schon die richtige Antwort, vielen Dank. Das richtet sich, meine Damen und Herren, nach Artikel 256. Bitte gucken Sie da mal hinein. Artikel 256 Absatz 1, Satz 1. Das Gericht, und damit gemeint ist das Gericht des ersten Rechtszuges, ist für Entscheidungen im ersten Rechtszug über die in den Artikeln 263 und dann sind noch andere aufgeführt genannten Klagen zuständig, mit Ausnahme derjenigen Klagen, die einem Fachgericht übertragen werden und der Klagen, die gemäß der Satzung dem Gerichtshof vorbehalten sind. Das bedeutet, das Europäische Gericht erster Instanz ist hier nach Artikel 256 Absatz 1 unter Absatz 1 Satz 1
zunächst einmal zuständig, es sei denn, es würde in der Satzung des Gerichtshofes etwas anderes vorgesehen. Meine Damen und Herren, das ist hier nicht der Fall. Also die Satzung des Gerichtshofes sieht hier nichts anderes vor. Das bedeutet, das Europäische Gericht erster Instanz ist in diesem Fall hier gemäß Artikel 256 Absatz 1 unter Absatz 1 Satz 1 AEUV zuständig für die Nichtigkeitsklage durch eine natürliche Person gemäß Artikel 263 AEUV. Gut, Zuständigkeit Gericht erster Instanz hatten wir geklärt. Nächste Frage, wer darf überhaupt klagen? Wer ist hier klageberechtigt? Die Klageberechtigung ist hier relativ klar. Der M, eine natürliche Person, klagt hier. Woraus ergibt sich, meine Damen und Herren, hier die Klageberechtigung des M? Aus welcher Norm würden Sie die hier herleiten? Völlig richtig. Antwort Artikel 263 Absatz 4 AEUV, völlig richtig. Also der M ist als natürliche Person, die natürlichen Personen sind ausdrücklich erwähnt in 263 Absatz 4 AEUV, als solche ist er klageberechtigt, völlig zutreffend. Wie sieht es aus mit der passiven Klageberechtigung? Wer wäre hier Gegner dieser Nichtigkeitsklage? Wer steht auf der anderen Seite? Der M klagt hier als natürliche Person, seine Konten wurden eingefroren. Wer steht hier auf der Gegenseite bei der Nichtigkeitsklage? Also wessen passive Klageberechtigung müssen wir uns auf der anderen Seite hier Gedanken machen? Hat jemand eine Idee, meine Damen und Herren? Sie dürfen gerne auch einfach Vorschläge unterbreiten. Völlig richtig, ganz genau, der Rat wird hier gesagt und zunächst einmal abstrakt wird von Ihnen vorgeschlagen, ganz richtig, gemäß Artikel 263 Absatz 1 AEUV können der Rat, die Kommission, das EP und die Europäische Zentralbank hier Klagegegner sein und ganz richtig, hier in diesem speziellen Fall ist es der Rat. Warum? Wir haben es hier mit einer Verordnung des Rates zu tun. Aufgrund dieser Verordnung des Rates wurden die Konten des M eingefroren, also insofern steht hier auf der anderen Seite der Rat, auch der ist in Artikel 263 Absatz 1 ausdrücklich erwähnt und insofern passiv klageberechtigt. Gut, wir hatten also geklärt Zuständigkeit des Europäischen Gerichts erster Instanz und die Frage, wer darf klagen, die Klageberechtigung. Nächster Punkt, die Frage, was kann Gegenstand einer Nichtigkeitsklage sein, die Frage des Klagegegenstandes. Wenn Sie hier nochmal hineingucken, meine Damen und Herren, in den Artikel 263 Absatz 1, so finden Sie folgenden Text. Der Gerichtshof überwacht die Rechtmäßigkeit der Gesetzgebungsakte sowie der Handlungen von Rat, Kommission, EZB, soweit es sich nicht um Empfehlungen oder Stellungnahmen handelt. Abstrakt betrachtet heißt das, alles das kann Klagegegenstand sein, was ein Handeln des dort genannten Unionsorgans darstellt und wichtig, das Ganze muss Rechtswirkung nach außen entfalten. In 263 sind die Empfehlungen und Stellungnahmen als unverbindliche Akte ausgenommen. Das bedeutet, wir brauchen das Handeln eines Unionsorgans und dieses Handeln muss mit Rechtswirkung nach außen verbunden sein. Also bloße Empfehlungen und Stellungnahmen als solche können nicht Gegenstand einer Nichtigkeitsklage sein, meine Damen und Herren. Warum eigentlich? Macht das Sinn, diese Regelung? Warum sagt man, die Empfehlungen und die Stellungnahmen nimmt man aus von der Möglichkeit der Nichtigkeitsklage? Erscheint Ihnen das sinnvoll? Oder was war der Beweggrund der Staaten, die ja den AEUV geschaffen haben? Warum nimmt man
als Klagegegenstände von der Nichtigkeitsklage Empfehlungen und Stellungnahmen als solche aus? Was fehlt eigentlich, wenn Sie sich zum Beispiel gegen eine Empfehlung des Rates wenden würden? Was fehlt Ihnen eigentlich, streng genommen juristisch? Sehr schön, ganz genau. Das Rechtsschutzbedürfnis sehe ich hier. Völlig richtig. Das Rechtsschutzbedürfnis, ganz richtig, sehe ich hier von mehreren, völlig richtig. Keine Regelungswirkung bedeutet auch keine belastende Wirkung, beispielsweise auch keine Betroffenheit von Grundrechten etwa. Es handelt sich um eine bloße politische Maßnahme, politische Äußerung, die aber keinerlei Rechtswirkung entfaltet. Das bedeutet, Sie haben auch kein Rechtsschutzbedürfnis, weil Ihre Rechtsposition überhaupt nicht tangiert wird. Eine politische Äußerung der Kommission, des Rates, der EZB tangiert Ihre Rechtsposition als Bürger in keiner Weise. Insofern fehlt Ihnen hier das Rechtsschutzbedürfnis. Insofern ist bei den Klagegegenständen sind diese unverbindlichen Äußerungen, die Empfehlungen und die Stellungnahmen gleich ausgenommen. Sie stellen keinen tauglichen Klagegegenstand im Sinne der Nichtigkeitsklage dar. Gut, hier ist es einfach, wir haben eine Verordnung des Rates. Durch diese Verordnung werden ganz verbindliche Sanktionen getroffen, auch sehr konkrete Sanktionen, wie man bei M sieht. Insofern unproblematisch ein Handeln des Rates, das natürlich auch Regelungswirkung, Rechtswirkung nach außen entfaltet. Also insofern auch ein statthafter Klagegegenstand. Nächster Punkt. Bei Artikel 263, das ist jetzt hier der bereits erwähnte Klagegrund, Artikel 263 Absatz 2. Und hier stellt sich die Frage, in was für eine Kategorie von Klageberechtigten der M hier fällt. Wir hatten gesehen, es gibt die Privilegiert-Klageberechtigten, das sind die Mitgliedstaaten und die Unionsorgane. Wir hatten die Teilprivilegiert-Klageberechtigten, das sind die EZB beispielsweise und der Ausschuss der Regionen. Beide sind hier nicht betroffen, sondern wir haben eine individuelle Person. Wir haben den M als Individuum und der M muss nach 263 Absatz 4 eben Klagegründe geltend machen. Also er muss hier geltend machen, dass irgendwie eine Verletzung seiner Rechte im Raum steht. Sie können hier, meine Damen und Herren, und der EuGH und das Europäische Gericht erster Instanz sind da dogmatisch nicht immer ganz präzise. Also oft wird die Frage des Klagegrundes und der Klagebefugnis ein Stück weit vermischt. Das spiegelt sich hier auch in der Lösungskizze wider. Sie können das so machen, wie der EuGH oder das Europäische Gericht erster Instanz. Sie können hier auch differenzieren und können sozusagen bei der Klagebefugnis spezifischer die Rechtsverletzung prüfen und beim Klagegrund sozusagen andere Dinge angeben, wie beispielsweise die Tatsache, dass eine Rechtsgrundlage fehlt oder andere Dinge, die hier fehlerhaft an dem Klagegegenstand sein könnten. Hier macht der M geltend, dass er in seinen Grundrechten verletzt wurde. Welche Grundrechte, meine Damen und Herren, deswegen habe ich das nochmal schnell weggetan, kommen hier in Betracht? Das würde ich Sie nämlich gerne fragen. Also der M sagt hier, ich bin in meinen Grundrechten verletzt. Das ist so das schlagkräftigste, das Hauptargument des M. Und ich würde an der Stelle mal ganz kurz mit Ihnen brainstormen, welche Grundrechte des M hier in Betracht kommen. Was würden Sie vorschlagen? Welche Grundrechte stehen hier im Raum? Artikel 14 Grundgesetz, ja. Mhm. Ganz kurz, meine Damen und Herren. Also Eigentumsfreiheit ist grundsätzlich richtig, allerdings
müssen Sie dran denken, meine Damen und Herren, wir sind hier vor dem Europäischen Gerichtshof. Wir sind nicht vor dem Bundesverfassungsgericht, wie sonst im öffentlichen Recht, sondern wir sind hier vor dem Europäischen Gericht erster Instanz in Luxemburg. Das heißt, wir können uns leider auch nicht auf Artikel 14 Grundgesetz berufen, aber die Eigentumsfreiheit als solche ist natürlich richtig und ich sehe hier auch schon die richtigen Normen, die hier genannt werden, nämlich, und das bitte ich Sie gerade mal aufzuschlagen, die sogenannte Europäische Grundrechtecharta, wo die europäischen Grundrechte verbürgt sind, also sozusagen das Pendant zum deutschen Grundgesetz. Und da finden Sie Artikel 17 der Europäischen Grundrechtecharta und dort ist das Eigentumsgrundrecht kodifiziert. Also Artikel 17, Eigentumsrecht. Das könnte hier auf jeden Fall betroffen sein. Außerdem wird hier ganz richtig genannt, ein weiteres Grundrecht aus der Grundrechtecharta, Artikel 47 Grundrechtecharta, das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf. Also bei uns hieße das, ja, was würde, ganz kurz, meine Damen und Herren, welche Rechte wären mit Artikel 47 angesprochen, wenn Sie das umsetzen würden in deutsches Recht? Artikel 47 Grundrechtecharta, da steht das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht. Was wäre das sozusagen das Pendant zu Artikel 47 Grundrechtecharta im Grundgesetz? Also das Pendant zu Artikel 17 Grundrechtecharta ist natürlich der Artikel 14, die Eigentumsfreiheit. Aber was wäre das Pendant zu Artikel 47 der Grundrechtecharta? Die Justizgrundrechte sind ja immer etwas schwieriger zu greifen. Ganz richtig, hier wird gesagt Artikel 19 Absatz 4, völlig richtig. Recht auf effektiven Rechtsschutz und das zweite, was kommt, auch das völlig richtig, der Artikel 103, das Recht auf rechtliches Gehör, das Recht auf vor einem unparteiischen Gericht gehört zu werden, völlig richtig. Also der Artikel 47 der Grundrechtecharta umfasst das Recht auf effektiven Rechtsschutz, den 19.4 Grundgesetz auf der einen Seite und den Artikel 103 auf der anderen Seite. Also drei Grundrechte kommen hier in Betracht. Erstens Recht auf Eigentum, Artikel 17 der Grundrechtecharta. Zweitens der Anspruch auf rechtliches Gehör, Artikel 47 der Grundrechtecharta. Und drittens das Recht auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz, auch das Artikel 47 Grundrechtecharta. Man kann hier, und das wurde auch im Chat ganz richtig vorgeschlagen, auch noch auf Artikel 6 und auf Artikel 13 der Europäischen Menschenrechtskonvention rekurrieren. Warum, meine Damen und Herren? Warum kann man nicht nur die Grundrechtecharta und die dort kodifizierten Grundrechte heranziehen als Kläger vor dem EuGH oder dem Gericht erster Instanz, sondern warum kann man sich auch auf die Rechte aus der Europäischen Menschenrechtskonvention berufen? Was ist das rechtliche Argument? Ist völlig richtig, was vorgeschlagen wurde. Steht ja auch so in der Lösungsskizze. Was ist das rechtliche Argument, dass man nicht nur Rechte aus der Grundrechtecharta geltend machen kann, sondern auch Rechte aus der Europäischen Menschenrechtskonvention? Warum kann man sich auf diese Rechte auch berufen? Gelten diese Rechte aus der EMRK auch in irgendeiner Form für die Unionsverträge? Ich gucke gerade mal in den Chat. Ja, hier kommen verschiedene Antworten. Artikel 51, 52 Grundrechtecharta. Ja, gefällt mir. Ja, also 51 Grundrechtecharta, es kommen sehr viele Antworten, betrifft den Anwendungsbereich der Charta, hat also erstmal mit der Europäischen Menschenrechtskonvention nichts zu tun. Artikel 52, da geht es um die Tragweite und um die Auslegung der Grundrechte aus der Charta. Aber wenn Sie zum Beispiel in Artikel 53 der Grundrechtecharta hineingucken, dann steht da drin, keine Bestimmung dieser Charta ist als eine Einschränkung oder Verletzung der Menschenrechte und Grundfreiheiten auszulegen, die in dem jeweiligen Anwendungsbereich durch das Recht der Union und
Das Völkerrecht, und hier sind wir bei der EMRK, sowie durch die internationalen Übereinkünfte, bei denen die Union oder alle Mitgliedstaaten Vertragsparteien sind, Stichwort Europarat, und das wird hier ganz richtig im Chat gesagt, alle EU-Mitgliedstaaten sind auch Mitglieder des Europarates, haben also auch die EMRK unterzeichnet. Und deswegen bezieht sich der Artikel 53 der Grundrechtecharta auch auf die Europäische Menschenrechtskonvention, völlig richtig. Also Artikel 53 Grundrechtecharta ist ein Argument, und das zweite Argument, was hier genannt wird, Entschuldigung, eins noch, das steht hier auch im Chat, ganz richtig, Artikel 52 Absatz 3 Auslegung, 52.3 Grundrechtecharta, soweit diese Charta Rechte enthält, die den durch die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten garantierten Rechten entsprechen, haben sie die gleiche Bedeutung und Tragweite, wie sie ihnen in der genannten Konvention verliehen wird. Also, man bemüht sich in der EU um einen Gleichklang der Rechte aus der Grundrechtecharta mit den Rechten aus der Europäischen Menschenrechtskonvention. Warum? Die Stoßrichtung, die Zielrichtung der beiden Verträge ist die gleiche, und alle Mitglieder der EU sind eben auch Mitglieder des Europarates. Letztes Argument, und das ganz wichtig, meine Damen und Herren, das sollten Sie immer im Hinterkopf behalten, und das wird hier auch ganz richtig von Ihnen im Chat genannt. Vielleicht das wichtigste Argument, der Artikel 6 Absatz 3 des EUV, des EU-Vertrages. Die Grundrechte, wie sie in der EMRK gewährleistet sind und wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten ergeben, sind als allgemeine Grundsätze Teil des Unionsrechts. Also, bevor es die Grundrechtecharta gab, hat der Europäische Gerichtshof eigene Unionsgrundrechte entwickelt, und dafür hat er sich zum einen auf die Europäische Menschenrechtskonvention berufen und zum anderen auf die Verfassungstraditionen der Mitgliedstaaten. Die Unionsgrundrechte, wie wir sie heute in der Grundrechtecharta kodifiziert haben, die nach dem Vertrag von Lissabon erst 2009 Teil des Primärrechts geworden ist, diese Unionsgrundrechte beruhen auf den Rechten aus der Europäischen Menschenrechtskonvention und den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten. Aus diesen beiden Rechtsquellen hat der Europäische Gerichtshof eigene Unionsgrundrechte für die Europäische Union kreiert. Letzter Punkt hierzu, meine Damen und Herren, und das ist so eine Art Crashkurs nochmal, europäische Grundrechte. Wir kommen ganz am Ende von Leo, kommen wir mit einem Fall nochmal auf die Unionsgrundrechte zu sprechen. Da werden wir manches auch nochmal antippen. Letzter Punkt, hier wurde vorgeschlagen, die Europäische Union ist der EMRK beigetreten. Meine Damen und Herren, gucken Sie nochmal hinein in Artikel 6 Absatz 2 des EU-Vertrages. Da steht drin, die Union tritt der EMRK bei. Dieser Beitritt ändert nicht die in den Verträgen festgelegten Zuständigkeiten der Union. Dieser Beitritt nach Artikel 6 Absatz 2, der ebenfalls mit dem Vertrag von Lissabon in die Verträge aufgenommen wurde, ist bis heute nicht vollzogen worden. Warum? Es gibt ein Gutachten des Europäischen Gerichtshofes, der hier festgestellt hat, dass ein solcher Beitritt der EU insgesamt zur Europäischen Menschenrechtskonvention zu weitgehend in die Rechte, insbesondere des EuGH selbst, hineingreifen würde. Und aufgrund dieses, übrigens in der Wissenschaft und auch in der Praxis sehr umstrittenen Gutachtens, ist bis heute ein Beitritt der EU zur Europäischen Menschenrechtskonvention nicht vollzogen worden. Aus Sicht von vielen Experten ist das schade, dass sich der EuGH so positioniert hat. Die damalige Generalanwältin Juliane Kokott, eine völkerrechtliche Kollegin aus Deutschland, hat sich auch dafür ausgesprochen und hat gesagt, aus ihrer Sicht steht das Unionsrecht einem Beitritt nicht entgegen. Im Gegenteil, der Artikel 6 Absatz 2 EUV verlangt ja einen solchen Beitritt. Aber der EuGH hat sich in seinem Gutachten insgesamt dagegen ausgesprochen. Und damit ist das Thema
Zumindest im Moment, aber bis auf Weiteres kann man auch davon ausgehen, angesichts der anderen Krisenszenarien, die im Mittelpunkt stehen, wird dieses Thema erstmal nicht auf der politischen Tagesordnung der Union mehr landen. Also Fazit, die EU ist der EMRK nicht beigetreten, obwohl Artikel 6 Absatz 2 dies vorsieht seit dem Vertrag von Lissabon. Aber die Europäische Menschenrechtskonvention, die Rechte aus der EMRK sind trotzdem grundlegend auch für die Auslegung der Unionsgrundrechte. Man versucht einen Gleichklang, der EuGH bezieht sich auch immer wieder auf Rechte aus der EMRK. Man versucht einen Gleichklang in der Auslegung zwischen Unionsgrundrechten und Rechten der Europäischen Menschenrechtskonvention. Gut, das sozusagen zu diesem weiten Feld. Ja, haben Sie noch Fragen dazu, meine Damen und Herren, bevor wir weitergehen? Wir kommen aber sonst später auch nochmal darauf zu sprechen. Okay, gut. Ja, hier war noch eine Frage. Sekunde. Ja. Interessante Frage, in welchem Verhältnis steht die Europäische Menschenrechtskonvention und die Grundrechtecharta? Also, die Grundrechtecharta, das darf ich vielleicht ans Plenum geben. Weiß jemand, meine Damen und Herren, was für einen Rang ich habe es auch eben so in einem Nebensatz erwähnt, welchen Rang die Grundrechtecharta besitzt? Fangen wir mal mit der Grundrechtecharta an, weil die sozusagen Herzstück des Unionsrechts mittlerweile ist. Welchen Rechtsrang, welche Rechtsqualität hat die Grundrechtecharta? Völlig richtig, kommt hier. Primäres Unionsrecht, ganz richtig. Artikel 6 Absatz 1 EUV am Ende, nach dem Semikolon. Die Charta der Grundrechte und die Verträge sind rechtlich gleichrangig. Mittlerweile völlig unstrittig, dass dieser Satz, Artikel 6 Absatz 1 am Ende, heißt für die Grundrechtecharta, sie ist Teil des primären Unionsrechts. Das heißt, die Charta steht auf einer Stufe mit EUV und AEUV mit den Gründungsverträgen. Das bedeutet auch, sie ist unmittelbarer Maßstab für sämtliches Unionssekundärrecht, wie in unserem Fall beispielsweise. Also eine Verordnung des Rates ist deswegen auch am Maßstab des Primärrechts, eben auch an der Grundrechtecharta zu messen. Gut. Wie sieht es aus mit der EMRK, der Europäischen Menschenrechtskonvention? Die EMRK ist ein völkerrechtlicher Vertrag. Diesen völkerrechtlichen Vertrag haben alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zur EU übrigens, unterschrieben. Also, alle EU-Staaten sind völkerrechtlich verpflichtet, die Europäische Menschenrechtskonvention in ihren nationalen Rechtsordnungen zur Geltung zu bringen. Die Europäische Union als solche ist nicht Mitglied der EMRK. Das heißt, Rechtsakte der EU sind als solche, und deswegen wollte man den Beitritt, um eben auch die Rechtsakte der Union am Maßstab der EMRK messen zu können. Das, so weit sind wir nicht gekommen. Die EU ist nicht Mitglied der EMRK. Das bedeutet, Rechtsakte der EU werden als solche nicht direkt an der EMRK gemessen. Und auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, der die EMRK auslegt, ist als solcher nicht zuständig für die Überprüfung von Unionsrechtsakten. Das bleibt allein Aufgabe des EuGH. Allerdings fließen, und das hatten wir gerade gesehen, eben über diese möglichst einheitliche Auslegung, über die Tatsache, dass die EMRK eben einfließt in die allgemeinen Rechtsgrundsätze des Unionsrechts, die auch Primärrecht sind. Insoweit fließt die EMRK eben auch ein in die Rechtsprechung des EuGH und in das allgemeine Unionsrecht. Also, für Sekundärrechtsakte unmittelbar gilt als Maßstab die Grundrechtecharta, aber die Auslegung dieser Grundrechtecharta wird auch beeinflusst durch die Auslegung der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und außerdem sind die Unionsgrundrechte als solche, wie sie der EuGH entwickelt hat, ebenfalls haben ihre Wurzel in der Europäischen Menschenrechtskonvention.
Das heißt, im Prinzip muss der EuGH auch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zur EMRK mit berücksichtigen, was passieren wird, wenn es sozusagen hart auf hart kommt, also wenn es hier zu Unterschieden kommt, unterschiedlichen Akzenten. Das wird man sehen, meine Damen und Herren. Das wird sicher jetzt schwieriger sein, als wenn man einen Beitritt der EU zur EMRK vollzogen hätte. Gut, hat das die Frage beantwortet, meine Damen und Herren? Kann man eine ganze Vorlesung zu halten, aber gut, okay, prima. Das freut mich, meine Damen und Herren. Also, das ist sozusagen das grundrechtliche Setting, in dem wir uns hier bewegen. Sie können diese Erwägungen beim Klagegrund anstellen, so wie hier. Sie können sie sich auch aufheben für den Punkt Klagebefugnis. Das ist genauso in Ordnung. Aus unserer Sicht ist das eigentlich mehr so eine Frage der Klagebefugnis. Welche konkreten Grundrechte werden geltend gemacht? Wie gesagt, der EuGH ist hier dogmatisch weniger streng. Ich habe mich jetzt hier ein bisschen am EuGH oder am Europäischen Gericht erster Instanz orientiert, so wie der Fall da aufgebaut wurde. Aber Sie können diese Fragen genauso gut bei der Klagebefugnis prüfen. Zweiter Punkt, und das ist jetzt wirklich ein Punkt, der beim Klagegrund erwähnt werden muss, wäre die zweite Sache, die im Sachverhalt auch angelegt ist. Im Sachverhalt wird gesagt, das hätte hier ja gar nicht durch eine Verordnung des Rates geregelt werden dürfen. Das bringt, glaube ich, im Sachverhalt hier so vor. Das bedeutet, hier wird als Klagegrund durch den M auch geltend gemacht, die Unzuständigkeit des Rates, also eine mögliche Verletzung von Artikel 288a EUV. Das ist der Artikel, der die Rechtsakte, die möglichen Sekundärrechtsakte aufzählt. Und hier wird geltend gemacht, hier war der Rat schon gar nicht zuständig, der hätte hier gar nicht im Wege einer Verordnung irgendwie tätig werden dürfen. Das bedeutet, als Klagegrund wird hier ein Verstoß gegen den Numerus Clausus an möglichen Sekundärrechtsakten, der in Artikel 288 AEUV geregelt ist, verstoßen. Der zweite Punkt, wie gesagt, auf jeden Fall ein Punkt, der bei Klagegrund hier genannt werden musste. Der erste Punkt, den kann man auch unter dem Stichwort Klagebefugnis prüfen. Gut, noch Fragen dazu? Okay, dann, ja, sehe gerade, da kommt noch eine Frage. Ja, gute Frage. Hier fragt eine Kollegin, ob der Artikel 288 AEUV ein subjektives Recht des M ist oder ob diese Frage überhaupt erheblich ist. Eine sehr gute Frage. Diese Frage wäre erheblich, wenn wir es bei der Klagebefugnis prüfen würden. Aber, und deswegen habe ich gesagt, das ist hier ein Teil beim Klagegrund. Beim Klagegrund müssen Sie hier nicht zwingend subjektive Rechte geltend machen, sondern Sie können hier, wenn Sie überhaupt subjektive Rechte geltend machen können, und das ist ja hier bei den Grundrechten, die wir genannt haben, unstreitig der Fall, dann können Sie darüber hinaus auch weitere Dinge geltend machen, wie zum Beispiel die Unzuständigkeit. Also wenn Ihnen als Individuum der Weg mit der Nichtigkeitsklage über 263 Absatz 4 eröffnet ist, also wenn Sie subjektive Rechte geltend gemacht haben, dann können Sie die ganze Palette der Klagegründe anführen. Also dann führt diese Öffnung, die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage dazu, dass das Europäische Gericht erster Instanz den Rechtsakt umfassend auf seine Rechtmäßigkeit hin untersucht. Und das bedeutet auch, Sie können dann auch den 288 AEUV hier geltend machen. Richtig, hier wird nochmal nachgefragt. Das bedeutet, ich kann alle möglichen Normen als verletzt rügen, solange eine davon mir ein subjektives Recht gibt. Völlig richtig, ja? Ganz genau. Also solange Sie ein subjektives Recht hier geltend machen können, ja, völlig richtig. Also solange eine Sache sozusagen Ihnen den Rechtsweg eröffnet, nach 263 Absatz 4, können Sie hier sämtliche andere Dinge auch geltend machen. Mhm. Völlig richtig. Gut. Noch Fragen? Okay, dann kommen wir.
kommen wir zur Klagebefugnis. Der M ist hier natürliche Person und deswegen kein privilegiert Klageberechtigter. Das bedeutet, er muss hier eine Klagebefugnis geltend machen. Das bedeutet Artikel 263 Absatz 4, er muss unmittelbar und individuell betroffen sein von diesen Sanktionen. Das ist hier relativ unproblematisch. Die unmittelbare Betroffenheit nach 263 Absatz 4 ist ebenso auszulegen, wie Sie das zum Beispiel aus dem Verfassungsrecht kennen. Das bedeutet, ja, das darf ich vielleicht an Sie geben, die Frage, was bedeutet unmittelbare Betroffenheit, so wie Sie es aus dem Verfassungsrecht, aus dem öffentlichen Recht in Deutschland kennen? Und so müssen Sie es auch hier auslegen. Was heißt, wann ist eine Individualperson unmittelbar von einem Rechtsakt betroffen, wenn was nicht der Fall ist? Also wann sind Sie unmittelbar von einem Rechtsakt betroffen? Völlig richtig. Kein weiterer Vollzugsakt mehr notwendig. Ganz genau. Also wenn Sie keines weiteren Vollzugsaktes, keiner weiteren Maßnahme mehr bedürfen und hier diese Sperrung der Konten, diese Personen sind hier unmittelbar betroffen, die stehen namentlich auf dieser Liste und hier die Sperrung des Geldvermögens hängt hier nicht von ungewissen Maßnahmen ab, sondern hier haben Sie eine unmittelbare Betroffenheit und auch eine individuelle Betroffenheit, weil die Personen eben namentlich auf dieser Liste genannt sind. Das bedeutet, Zwischenergebnis, der M ist hier unmittelbar und individuell betroffen und ist deswegen auch klagebefugt. Die Rechte, auf die er sich berufen kann, haben wir beim Klagegrund schon geprüft. Die können Sie, meine Damen und Herren, auch hier bei der Klagebefugnis prüfen. Klagefrist. 263 Absatz 6 AEUV, 2 Monate nach Bekanntgabe. Wenn wir hier nochmal in den Sachverhalt gucken, dann erhebt der M am 20. August 2002 hier Klage. Die 2 Monate sind hier eigentlich schon verstrichen, aber da hier dieser Rechtsakt ja nicht gegenüber dem M bekannt gemacht worden ist, stellt man hier auf die Kenntnisnahme ab. Das war laut Sachverhalt der 25.06.2002. Insofern ist die Klage hier als solche noch fristgerecht. Und das Zwischenergebnis wäre dann, die Nichtigkeitsklage ist zulässig. Gut. Noch Fragen bis zu dieser Stelle, meine Damen und Herren? Ich gucke nochmal in den Chat. Okay, sehe im Moment keine Fragen. Dann gehen wir weiter zur Begründetheit. Wann ist die Nichtigkeitsklage begründet? Die Nichtigkeitsklage ist als solche begründet, wenn die Verordnung, gegen die der M sich wehrt, gegen Unionsrecht verstößt und wenn M durch diesen Verstoß in seinen Grundrechten aus der Grundrechtecharta oder aus der EMRK beeinträchtigt wird. Wir müssen uns also die Rechtmäßigkeit dieser Verordnung im Detail angucken und hier gehen wir ganz schulmäßig vor. Wir überlegen zunächst, welches die Rechtsgrundlage für die Verordnung sein kann. Hier wird gesagt, es gibt ja schon gar keine Rechtsgrundlage für die Verordnung. Der Rat hätte hier gar nicht handeln dürfen in irgendeiner Form. Also erster Punkt, wie sieht es aus? Fehlt hier eine Rechtsgrundlage für diese Verordnung? Kurz nochmal der Hinweis, diese Rechtsgrundlage muss sich auf objektive, gerichtlich nachprüfbare Umstände gründen können. Also es muss objektiv nachvollziehbar sein, aus welchen Gründen eine Verordnung auf eine Rechtsgrundlage gestützt wird. Also den logischen Konnex, das darf der EuGH überprüfen. Der Rat darf sich hier nicht willkürlich irgendeine Rechtsgrundlage heraussuchen und sagen, das ist Binnenmarkt. Binnenmarkt ist eine sehr weite Kompetenz, das passt oft. Aber der EuGH ist hier streng und sagt, also objektive, gerichtlich nachprüfbare Umstände müssen hier den Zusammenhang zwischen dem Sekundärrechtsakt und der entsprechenden Rechtsgrundlage begründen. Was kann hier vorliegend die Rechtsgrundlage sein, meine Damen und Herren? Und die sage ich Ihnen, das könnte man auch von Ihnen im Pflichtfach niemals erwarten, dass Sie die finden.
Also Rechtsgrundlage für diese Verordnung war hier der Artikel 75 in Verbindung mit dem Artikel 215 des AEUV. Und wenn wir in den Artikel 215 AEUV mal gemeinsam hineingucken, dann geht es hier um die Einstellung von Wirtschafts- und Finanzbeziehungen. Wenn Sie in Absatz 2 mal hineinsehen, dann steht hier, Absatz 2 von 215 sieht ein nach Titel 5 Kapitel 2 des EUV erlassener Beschluss dies vor. So kann der Rat nach dem Verfahren des Absatzes 1 restriktive Maßnahmen gegenüber natürlichen oder juristischen Personen sowie Gruppierungen oder nichtstaatlichen Einheiten erlassen. Also auf der Grundlage eines Beschlusses kann der Rat hier Maßnahmen gegen natürliche und juristische Personen erlassen. Voraussetzung für 215 Absatz 2 ist ein Beschluss, der nach Titel 5 Kapitel 2 des EUV erlassen wird. Das ist ein Beschluss nach Artikel 28 des EUV im Rahmen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Ein solcher Beschluss liegt nach dem Sachverhalt hier auch unproblematisch vor. Und diese Maßnahmen können sich so der Artikel 215.2 auf natürliche oder juristische Personen sowie auf Gruppierungen oder nichtstaatliche Einheiten erstrecken. Wenn wir jetzt noch in die zweite Ermächtigungsgrundlage, die hier herangezogen wurde, hineinschauen, den Artikel 75 des AEUV, so finden Sie hier die Vorlage für die Terrorismusbekämpfung durch die Europäische Union. Bitte schauen Sie da auch mal kurz hinein, Artikel 75, sofern dies notwendig ist, um die Ziele des Artikel 67 in Bezug auf die Verhütung und Bekämpfung von Terrorismus und damit verbundener Aktivitäten zu verwirklichen, schaffen EP und Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren durch Verordnung einen Rahmen für Verwaltungsmaßnahmen in Bezug auf Kapitalbewegungen und Zahlungen, wozu das Einfrieren von Geldern und so weiter gehört. Also hier haben wir mit Artikel 75 die Möglichkeit, im Rahmen der Terrorismusbekämpfung Gelder einzufrieren. Das ist der Artikel 75 AEUV und Artikel 215 Absatz 2 wird hier herangezogen als Ermächtigungsgrundlage für den Rat, um Handlungen gegenüber Individuen, also natürlichen oder juristischen Personen hier vorzunehmen. Also eine Kombination aus diesen beiden Normen wurde als Ermächtigungsgrundlage für diese Verordnung herangezogen. Interessant dabei ist die Möglichkeit nach Artikel 215.2 Maßnahmen gegen Individuen zu treffen, damit verfolgt werden. Und das ist eben das Spezifikum dieser Smart Sanctions. Man will gezielte Sanktionen gegen Individuen, die unter Terrorverdacht stehen, vornehmen. Diese Möglichkeit gibt der Artikel 215 Absatz 2. Und was man damit möchte, ist natürlich sozusagen die Hintermänner zu treffen, also terroristischen Aktivitäten den Geldhahn zuzudrehen. Das ist die Möglichkeit, die der 215 Absatz 2 AEUV hier bietet. Völkerrechtlich gesehen, meine Damen und Herren, sind diese Smart Sanctions etwas Besonderes. Warum sind sie besonders? Wir hatten ganz zu Beginn der Leo-Sitzungen darüber gesprochen, dass das Völkerrecht das Individuum nur teilrechtsfähig anerkennt. Also Individuen sind Träger von Menschenrechten und sind auch Träger von völkerstrafrechtlichen Verpflichtungen. Aber im Übrigen haben die Individuen keine Völkerrechtssubjektivität. Sie sind, anders als Staaten und internationale Organisationen, keine vollumfänglichen Völkerrechtssubjekte.
Das bedeutet, sie sind normalerweise auch nicht Gegenstand von völkerrechtlichen Verpflichtungen. Also außerhalb des Völkerstrafrechts ist das eigentlich nicht oder nur ganz selten der Fall. Das bedeutet auch, dass man hier Maßnahmen gegen einzelne Individuen trifft, also Maßnahmen auf völkerrechtlicher Ebene, Sicherheitsratsbeschluss, die sich auf Individuen auswirken. Das ist wirklich eine Ausnahme, das ist eine Sensation, deswegen sind diese Maßnahmen im Völkerrecht eben auch so berühmt geworden, diese Smart Sanctions. Insofern braucht man hier auch im Unionsrecht eine explizite Ermächtigungsgrundlage, die den Durchgriff der Staaten auf das Individuum erlaubt. Gut, okay. Also, zulässige Maßnahmen hatten wir gesehen. Also die Besonderheit auf das Individuum ausgerichtet, diese Smart Sanctions und die Maßnahmen, die zugelassen werden nach Artikel 75 Absatz 1 AIOV, so steht es drin, Verwaltungsmaßnahmen in Bezug auf Kapitalbewegungen und Zahlungen, etwa Einfrieren von Geldern wie hier und das Einfrieren von finanziellen Vermögenswerten und wirtschaftlichen Erträgen. Also genau unser Fall. Das bedeutet hier diese Rechtsgrundlagen der 215.2 in Verbindung mit dem 75, die konnten hier herangezogen werden und die Union war zum Erlass dieser streitigen Verordnung befugt. Wir haben eine passende Ermächtigungsgrundlage in der Kombination dieser beiden Normen. Gut. Zweiter Punkt, meine Damen und Herren, und hier wären wir jetzt bei der Frage des 288, also in welcher Form hier gehandelt werden durfte. Also war hier die Form der Verordnung als solche rechtmäßig und das ist insofern nicht ganz uninteressant, diese Frage, als man differenzieren muss. Wenn Sie mal hineingucken in Artikel 288, der ein Numerus Clausus an möglichen Sekundärrechtsakten enthält, so finden Sie in Absatz 2 die Regelung für die Verordnung und da steht drin, die Verordnung hat allgemeine Geltung. Sie ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Also die Verordnung hat allgemeine Geltung, sie ist ein Verbot an jedermann und sie gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Das bedeutet, sie hat abstrakt allgemeinen Charakter, sie ist vergleichbar einem Gesetz auf nationaler Ebene und das, meine Damen und Herren, ist auch der Fall, selbst wenn, wie in diesem Fall, Individuen unmittelbar und individuell betroffen sind. Insofern war hier die Handlungsform der Verordnung die richtige Wahl. Also man musste hier keinen Beschluss nach Artikel 288 Absatz 4 fassen, der sozusagen dem Verwaltungsakt parallel wäre, sondern die Verordnung, zu der die Ermächtigungsgrundlage ja ermächtigt, war hier auch die richtige Handlungsform. Insofern liegt eine Verletzung von 288 hier nicht vor. Kurzer Einschub dazu, meine Damen und Herren, der EuGH prüft Verletzungen gegen 288 AIOV. Er ist hier aber auch ein Stück weit zurückhaltend. Er gibt hier dem europäischen Normgeber eine gewisse Einschätzungsprärogative und sagt, innerhalb der Handlungsmöglichkeiten, die da sind nach 288, besteht eine gewisse Einschätzungsprärogative des ordentlichen Gesetzgebers. Das ist ähnlich wie im innerstaatlichen Recht, auch wenn es keine echte vergleichbare Gewaltenteilung auf Unionsebene gibt, so gibt es doch ein gewisses System an Checks and Balances und hier spricht man dem ordentlichen Rechtsgeber in der Union eine Einschätzungsprärogative zu. Dritter Punkt und jetzt kommen wir sozusagen zum Kernpunkt des Falles, zum spannendsten Punkt. Wie sieht es aus hier mit der Verletzung von Grundrechten des Klägers? Also kann der M hier Grundrechte geltend machen und wir hatten schon gesehen, in Betracht kommt hier die Eigentumsfreiheit, das Recht auf richterliches Gehör und das Recht auf effektiven Rechtsschutz in der EMRK geregelt und auch in der Grundrechtecharta geregelt. Also die Rechte, die im Raum stehen, sind klar, einerseits Eigentumsfreiheit, andererseits Justizgrundrechte.
Aber, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zur spannenden Frage, und die müsste man an dieser Stelle diskutieren. Wieso könnte hier gegebenenfalls eine Überprüfung dieser Verordnung anhand der Grundrechte des Klägers problematisch sein? Sehen Sie, meine Damen und Herren, wenn Sie diesen Sachverhalt lesen, irgendein Problem darin, dass jetzt das Europäische Gericht erster Instanz diese Verordnung und die von dieser Verordnung angeordneten Maßnahmen auf ihre Grundrechtskonformität hin überprüft? Wieso könnte das gegebenenfalls problematisch sein? Also, ziehen wir es mal vom Ergebnis her auf. Wäre es problematisch, wenn das Europäische Gericht erster Instanz sagen würde, okay, hier diese Maßnahme verstößt gegen Artikel 17, gegen Artikel 47 Grundrechtecharta, deshalb ist die Verordnung als solche nichtig und wird nicht angewendet. Sehr schön. Hier wird eine Frage gestellt, ob der M als solcher Unionsbürger ist. Spielt es eine Rolle, meine Damen und Herren? Vielleicht bevor wir zum eigentlichen Kernpunkt kommen, wie sieht es aus mit der Grundrechtecharta und Nicht-Unionsbürgern? Darf ich das ganz kurz fragen? Hier wird gefragt, er ist kein EU-Bürger, ist richtig, es war iranischer Staatsangehöriger, aber kann er sich deswegen hier nicht auf die Grundrechtecharta berufen? Also spielt es eine Rolle, dass es hier ein Iraner war? Also kann sich der Iraner auch auf die Grundrechtecharta berufen? Sehr schön. Hier kommt als Antwort, meine Damen und Herren, Artikel 17 spricht von jede Person. Völlig richtig. Also die Tatsache, dass es hier um einen Nicht-EU-Bürger sich handelt, ist unproblematisch. Jede Person, Artikel 17, kann sich auf die Eigentumsfreiheit berufen. Er ist ja als solcher auch von einem Unionsakt betroffen und da ist es egal, ob er Unionsbürger ist oder nicht. Also auch Nicht-Unionsbürger können sich auf die Grundrechte aus der Grundrechtecharta berufen, wenn sie in irgendeiner Hinsicht menschenrechtlich, unionsgrundrechtlich von Akten der Europäischen Union betroffen sind. Die Grundrechtecharta bindet die Europäische Union umfassend, also auch gegenüber Nicht-Unionsbürgern. Gut, also haben wir dieses Problem erledigt und jetzt ganz richtig, hier wird vorgeschlagen und das ist das Kernproblem dieses Falles, meine Damen und Herren, und das ist der Grund, warum diese Smart Sanctions Fälle so berühmt geworden sind und auch die Rechtsprechung beschäftigt haben. Hier wird ganz richtig gesagt, weil die Verordnung selbst auf einer Resolution des Sicherheitsrates basiert, also auf einem anderen Rechtsregime, nämlich dem Rechtsregime der Vereinten Nationen. Und hier an dieser Stelle sind wir an der Schnittstelle zwischen dem Unionsrecht und dem Völkerrecht. Wir haben hier eine Resolution des Sicherheitsrates, die diese Listen aufgestellt hat, wo drin steht, das sind die Terrorverdächtigen dieser Welt, deren Konten sollen eingefroren werden. Diese Liste des UN-Sicherheitsrates wird an die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen gegeben. Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, diesen Beschluss des Sicherheitsrates Folge zu leisten. Sie sind völkerrechtlich verpflichtet, die Gelder einzufrieren, diesen Beschluss umzusetzen. Und die zweite Ebene ist hier die Unionsebene, also diese Verordnung, die diesen Beschluss des Sicherheitsrates 1:1 umsetzt. Aber, Problem, meine Damen und Herren, sollte das Europäische Gericht hier zu dem Ergebnis kommen, dass diese Verordnung rechtswidrig ist, dass das Einfrieren der Gelder rechtswidrig ist, dann würde was passieren? Wieso wäre das im Hinblick auf die Mitgliedstaaten problematisch? Vor welchem Problem würden die Mitgliedstaaten dann stehen? Also stellen Sie sich vor, das Europäische Gericht erster Instanz kippt die Verordnung und sagt, die Verordnung ist rechtswidrig. Aber was bedeutet das
Für die völkerrechtliche Verpflichtung der Mitgliedstaaten aus der Sicherheitsratsresolution bleibt die trotzdem bestehen? Richtig, ja, völlig richtige Antwort. Die bleibt bestehen, diese völkerrechtliche Pflicht. Also, wenn Sie die Verordnung unangewendet lassen, würden Sie sich völkerrechtswidrig verhalten. Ja, ganz richtig. Die Mitgliedstaaten würden gegen anderweitige völkerrechtliche Pflichten verstoßen. Also, wenn die Verordnung als solche gekippt wird, nicht mehr anwendbar ist, weil sie gegen die Grundrechtecharta verstößt, dann bleibt trotzdem die völkerrechtliche Verpflichtung, der die Mitgliedstaaten nachkommen müssen. Dann kann es zu dem Dilemma kommen, dass die Mitgliedstaaten hier möglicherweise völkerrechtsbrüchig werden. Also, auf jeden Fall laufen dann Unionsrecht und Völkerrecht nicht mehr konform. Das hier ist das Problem. Und vor genau diesem Problem sah sich das Europäische Gericht erster Instanz und deswegen stellte sich hier die Frage, ob eine Überprüfung dieser Verordnung, die ja eins zu eins eine Resolution des Sicherheitsrates abbildet, überhaupt der Kontrolle des Europäischen Gerichts erster Instanz unterliegt und ob das EuG überhaupt hier eine Nichtigkeit dieser Verordnung aussprechen kann. Das war die zentrale Frage. Und das ist sozusagen der Kernpunkt dieses Falles, meine Damen und Herren. Ich kann Ihnen gleich sagen, man kann hier höchst unterschiedliche Auffassungen vertreten. Also das Europäische Gericht erster Instanz hat sich in die eine Richtung entschieden und der EuGH, zu dem das Ganze dann in der zweiten Instanz kam, hat sich in die andere Richtung entschieden. Wir werden gleich sehen, wer wie geurteilt hat. Also, die Frage stellt sich, wie sieht es mit dem Vorrang hier der Verpflichtungen aus der UN-Resolution aus? Wir hatten gesehen, meine Damen und Herren, das hatten wir im Sachverhalt aufgeführt, Artikel 103 UN-Charta, völkerrechtliche Verpflichtungen aus der Charta der Vereinten Nationen gehen anderen völkerrechtlichen Verpflichtungen vor. Das bedeutet, Artikel 103, diese Verpflichtungen gehen nicht nur anderen völkerrechtlichen Verpflichtungen, sondern natürlich auch Verpflichtungen des Unionsrechts und eben auch des nationalen Rechts vor. Also insofern spricht der Artikel 103 der UN-Charta ganz stark dafür, hier eine Kontrolle durch das Europäische Gericht zu verneinen, die Möglichkeit einer Kontrolle des Europäischen Gerichts zu verneinen, eben wegen dieser Bindungswirkung, wegen der Verpflichtung aus dem Völkerrecht. Die Mitgliedstaaten der EU sind als Mitglieder der Vereinten Nationen hier an die Beschlüsse des Sicherheitsrates gebunden. Und auch die Unionsorgane sind hier zwar nicht als Europäische Union unmittelbar gebunden, aber über die einzelnen Mitgliedstaaten damit auch dazu verpflichtet, die Pflichten aus der UN-Charta mit zu erfüllen. Wenn Sie an dieser Stelle stehen bleiben, meine Damen und Herren, dann darf die EU diese Resolution natürlich nicht nur nicht behindern, sondern muss sie auch fördern. Das hat sie natürlich mit der Umsetzung dieser Resolution in eine Verordnung auch getan. Ein Ermessensspielraum gab es hier nicht. Die Verordnung wurde auch eins zu eins umgesetzt in der Praxis. Das bedeutet, wenn das Europäische Gericht erster Instanz hier prüfen würde, würde es immer bei der Überprüfung dieser Verordnung inzidenziell auch die Sicherheitsratsresolution mit überprüfen und dafür hat das Europäische Gericht erster Instanz keine Jurisdiktionshoheit, also es hat nicht die Kompetenz, Resolutionen des Weltsicherheitsrates zu überprüfen und gegebenenfalls zu verwerfen. Das bedeutet, das Europäische Gericht erster Instanz hat hier keine Entscheidungskompetenz. Das, meine Damen und Herren, an dieser Stelle ist die Entscheidung des Europäischen Gerichts erster Instanz. Also diese Entscheidung fiel, hat großen Widerhall in der völkerrechtlichen Literatur gefunden, Zustimmung, aber auch Widerspruch. Das war die Entscheidung in der ersten Instanz. Was, meine Damen und Herren, ist möglicherweise problematisch an dieser Entscheidung, für die ich übrigens sehr viel Sympathie habe. Also ich finde, es ist eine
auch wenn man sie liest, juristisch sehr gelungene Entscheidung, die auch von einer großen Kenntnis des Völkerrechts zeugt, also eine Entscheidung, die auch dem Rang des Völkerrechts angemessen Rechnung getragen hat. Aber was ist natürlich an dieser Entscheidung nicht unproblematisch? Und an dieser Stelle hat der Europäische Gerichtshof angesetzt. Wieso kann man sozusagen das Zurückziehen des Europäischen Gerichts erster Instanz durchaus kritisch sehen? Und aus diesem Grund hat sich auch der EuGH später in die andere Richtung entschieden und hat gesagt, ja, wir haben die Kompetenz hier zu entscheiden, wir müssen hier entscheiden, warum, meine Damen und Herren. Was spricht denn hier sozusagen dafür, dass man sagen muss, es muss hier doch ein Gericht geben, das hier in irgendeiner Form aktiv wird? Jetzt gucke ich gerade mal, hier kommen schon gute Vorschläge. Effektiver Rechtsschutz, völlig richtig. Noch jemand sagt, es ist fraglich, ob der Kläger anderweitig überhaupt seine Grund- oder Menschenrechtsverletzungen rügen kann. Dem Kläger würde jeglicher Rechtsschutz verwehrt. Völlig richtig. Also, die Tatsache, dass hier auf der Ebene der Vereinten Nationen insbesondere kein effektiver Rechtsschutz gewährleistet ist, das ist in der Tat ein Problem. Also lässt man den M hier wirklich auf seinem eingefrorenen Konten sitzen. Die Grundrechtseinschränkungen sind ja nicht unerheblich, werden wir uns gleich noch mit genauer beschäftigen. Also kann das wirklich das Ergebnis sein, dass die Europäische Union, die sich ja ausdrücklich immer wieder zu den Grund- und Menschenrechten als Basis auch des Unionsrechts und der Unionsrechtsordnung bekennt, dass die es zulässt, dass eine Verletzung von Grund- und Menschenrechten nicht effektiv gerügt werden kann. Das ist sozusagen völlig richtig der Hintergrund der EuGH-Entscheidung. Und deswegen hat der EuGH in seiner Entscheidung festgestellt, dass natürlich das richtig ist, was das Europäische Gericht erster Instanz zunächst festgestellt hat, nämlich, dass die Verpflichtung über Artikel 103 UN-Charta, die Pflichten aus dem Völkerrecht, aus der Resolution weiter bestehen bleiben, dass es aber trotzdem im Einzelfall Ausnahmen geben kann und diese Ausnahmen begründen eine Jurisdiktionshoheit des Europäischen Gerichtshofs. Und zwar argumentiert der EuGH, es sind auf völkerrechtlicher und auch auf europarechtlicher Ebene bestimmte Mindeststandards zu beachten. Wenn diese Mindeststandards überschritten werden, dann ist das Europäische Gericht, beziehungsweise wir waren hier dann schon in der zweiten Instanz, das habe ich für den Fall natürlich vereinfacht, wäre dann eben der EuGH zuständig. Wir wollen uns jetzt die Argumentation auf diesen beiden Ebenen angucken, zunächst auf der völkerrechtlichen und dann auf Ebene und dann auf der Unionsebene. Auf der völkerrechtlichen Ebene spielt natürlich die Achtung der Menschenrechte auch eine wichtige Rolle. Auch der Sicherheitsrat ist auf die Menschenrechte verpflichtet. Auch er soll im Einklang mit den Zielen der Charta handeln und schwere Verstöße gegen grundlegende Menschenrechte sind natürlich völkerrechtlich sehr problematisch. Der Artikel 25 der UN-Charta, ganz kurz, meine Damen und Herren, der formuliert die Bindungswirkung der Mitgliedstaaten an die Beschlüsse des Sicherheitsrates. Also da steht drin, die Mitglieder der Vereinten Nationen kommen überein, die Beschlüsse des Sicherheitsrates im Einklang mit dieser Charta anzunehmen und durchzuführen. Dieser Artikel 25 geht zwar von der Verbindlichkeit der Beschlüsse des Sicherheitsrates aus, verpflichtet diese aber wiederum auf die Grundsätze der Vereinten Nationen. Also wenn man sagt, ein Sicherheitsratsbeschluss als solcher ist völkerrechtswidrig, beispielsweise der Sicherheitsrat handelt ultra vires, ja, dann entfällt so eine Argumentation die Bindungswirkung der Sicherheitsratsbeschlüsse nach Artikel 25 UN-Charta. So hat der EuGH das auch ein Stück weit angedacht. Allerdings, und hier spielt auch die Frage, ob die Menschenrechte in irgendeiner Form dem Jus Cogens zugerechnet werden können, eine Rolle, ist das nicht unproblematisch, meine Damen und Herren. Also nicht jeder versteht
Verstoß gegen Menschenrechte ist völkerrechtlich schon so problematisch. Zum völkerrechtlichen Jus cogens zählen eigentlich wirklich nur schwere Menschenrechtsverletzungen, also beispielsweise Verstöße gegen das Folterverbot. Also weltweit ist der Jus cogens Bestand an Menschenrechten doch sehr, sehr viel kleiner als das, was wir beispielsweise in der Europäischen Union als Standard haben. Also von daher hat diese Argumentationslinie aus meiner Sicht eine begrenzte Wirkung. Aber man kann sagen, wenn europäische Gerichte hier prüfen, dann können sie allenfalls inzident die Völkerrechtmäßigkeit von internationalen Maßnahmen hier prüfen. Also, so hat es der EuGH gesagt, sie können, wenn Grund- und Menschenrechtsverletzungen im Raum stehen, gegebenenfalls inzident, aber damit natürlich auch nicht mit Gültigkeit für die ganze Welt, sondern eben nur für den bestimmten Fall und diese spezifische Unionsverordnung dann gegebenenfalls auch inzident hier prüfen und gegebenenfalls eine Nichtanwendung eben auch inzident der Sicherheitsratsresolution feststellen. Ob ein Verstoß vorliegt, so kann man sagen, muss letztlich nicht ganz entschieden werden. So könnte man sich dem annähern. Eine Verletzung von Grundrechten muss naheliegen. Und der zweite Punkt ist wichtig und das ist sicher das beste Argument für die Argumentation des EuGH. Es darf kein Rechtsschutz auf UN-Ebene bestehen und das, meine Damen und Herren, ist sicher das beste Argument, nämlich das Argument, was von Ihnen auch schon genannt wurde, dass man sagt, wenn auf der Ebene der Vereinten Nationen kein Rechtsschutz gegen die betreffenden Maßnahmen besteht, dann erscheint es hier in einer Union, die sich auch als Rechtsgemeinschaft versteht, unzulässig, den von einer massiven Grundrechtsverletzung Betroffenen jeglichen Grundrechtsschutz abzusprechen. Also das Recht auf effektiven Rechtsschutz sozusagen ad absurdum zu führen, indem man sagt, es gibt eben keinen Rechtsschutz gegen völkerrechtliche Maßnahmen, das ist wirklich problematisch. Das zur völkerrechtlichen Ebene, meine Damen und Herren. Von der europarechtlichen Ebene her könnte man sich überlegen, ein Argument aus dem Verfassungscharakter der Unionsverträge zu ziehen. Also Frage, gibt es Grenzen in den Unionsgrundsätzen? Man sagt, das EU-Recht ist eine autonome Rechtsordnung, der EuGH eine Art Verfassungsgericht, aber alles das, was richtig ist, führt nicht dazu, dass man generell die Verordnung überprüfen kann. Das ist vielmehr die Frage, inwiefern das Zusammenspiel zwischen dem Völkerrecht und der Unionsordnung funktioniert. Was allerdings wichtig ist, sind, und das hatten wir uns ja schon angeguckt, die Grundsätze nach Artikel 6 AEUV, die große Bedeutung der Menschenrechte, die Bedeutung, die diese Grund- und Menschenrechte für die Europäische Union spielen. Also in der Unionsordnung haben diese Grundrechte eben eine ganz zentrale Bedeutung und Funktion, aber es ist natürlich, und das sieht man an dem Versuch, die Unionsgrundrechte in Konformität auch mit der EMRK zu halten, es ist klar, diese Grundrechte müssen in Achtung des Völkerrechts ausgeübt werden, also die Bindung der Völkerrechtsordnung als solche entfällt nicht wegen der hohen Bedeutung der Menschenrechte in der Unionsrechtsordnung. Zweiter Punkt, und das, wie gesagt, eigentlich der Hauptpunkt, diese Nichtjustiziabilität von Unionsakten, dass man sagt, Akte der Europäischen Union, die auf einer Sicherheitsratsresolution beruhen können, sozusagen ausgenommen werden von der Justiziabilität, die Umsetzung liegt in der Aufgabe der UN-Mitglieder, also die Mitgliedstaaten hätten hier auch eigene Umsetzungsakte wählen können, also sie waren hier nicht verpflichtet, im Wege der Europäischen Union vorzugehen, sie hätten hier auch selbstständig eigene Rechtsakte erlassen können, also jeder Staat hätte hier selbst tätig werden können.
Jeder hätte selber diesen Sicherheitsratsresolutionen umsetzen können. Dann hätte man ähnliche Verfahren vor den nationalen Gerichten geführt. Hier hat man es einheitlich für die Europäische Union getan. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, ob dann eben nicht auch Rechtsschutz auf der Unionsebene möglich sein muss. Und da sagt der EuGH, also zumindest im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Grundrechten muss das auf jeden Fall möglich sein. Hier war noch eine Frage, meine Damen und Herren, die möchte ich nicht unterbinden. Ob hier Artikel 6 AIUV gemeint ist? Ja, meine Damen und Herren, Artikel 6 EUV, ja. Völlig richtig, danke für den Hinweis. Hier ist ein Fehler auf der Folie. Artikel 6 EUV, also natürlich nicht AEUV. Ich habe die Normen so im Kopf, dass mir sowas schon gar nicht mehr auffällt. Natürlich Artikel 6 EUV, also der Artikel, der sich mit den Menschenrechten befasst. Völlig richtig, vielen Dank für den Hinweis. Dritter Punkt. Die Frage, dass es keine Kontrolle auf UN-Ebene gibt und dass man deswegen prüfen muss. Hier ist es anders formuliert, ein Ausschluss der Überprüfung wegen einer möglichen Kontrolle auf der UN-Ebene. Also kann man sagen, aus Gründen der Subsidiarität, auf, dass man hier nicht auf EU-Ebene prüfen darf aus der Sicht des EuGH. Allerdings ist hier zu sagen, dass es eben kein Verfahren damals gab, keine Garantie des gerichtlichen Rechtsschutzes im Völkerrecht und auch kein Verfahren, irgendwie administratives Verfahren. Damals, als dieser Fall spielte, gab es auch noch nicht das sogenannte Delisting-Verfahren. Mittlerweile ist aufgrund der Smart Sanctions-Fälle auch vor dem EuGH dieses Delisting-Verfahren auf UN-Ebene eingeführt worden. Das heißt, die Betroffenen konnten sich dann später direkt an die Vereinten Nationen wenden und konnten geltend machen, dass beispielsweise eine Namensverwechslung stattgefunden hat. Auch das war mitunter der Fall, dass jemand, der den gleichen Namen hatte, aus Versehen sein Konto eingefroren bekommen hat. Also das hat durchaus stattgefunden. Aber damals gab es dieses Delisting-Verfahren noch nicht. Das heißt, es gab keine Möglichkeit, auf UN-Ebene hier Kontrolle auszuüben. Und insofern hat der EuGH hier in diesen Fällen angenommen, dass er dementsprechend die Verordnung, obwohl sie auf einer Sicherheitsratsresolution beruht, justiziabel überprüfen kann. Also Justiziabilität der Verordnung plus zumindest nach der Judikatur des EuGH, wenn sie der Ansicht, was sich auch gut hören lässt, meine Damen und Herren, des Europäischen Gerichts erster Instanz folgen, sich auf Artikel 103 UN-Charta stützen und sagen, die Bindung der Europäischen Union an das Völkerrecht insgesamt und die Bindung der Mitgliedstaaten an den Sicherheitsratsbeschluss verlangen hier, dass diese Resolution nicht inzident überprüft wird, so lässt sich das hören. Zwischenergebnis, die Verpflichtungen der Union müssen natürlich mit den Grundsätzen aus Artikel 6 EUV natürlich ausgelegt werden und eine Überprüfung muss aber trotzdem möglich sein, so zumindest der EuGH in seiner zweitinstanzlichen Entscheidung. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Zeit angelangt. Wir werden jetzt, und das werden wir morgen in der nächsten Sitzung noch machen, noch die unterschiedlichen hier im Raum stehenden Grundrechts-, Menschenrechtsverletzungen auf der europäischen Ebene prüfen. Also wir hatten festgestellt, dass die Verordnung hier überprüft werden kann, zumindest nach Ansicht des EuGH. Das bedeutet auch, dass ein Verstoß gegen ein Grundrecht hier die Nichtigkeit der Verordnung zur Folge haben kann und ob hier eine Verletzung des Rechts auf Eigentum, auf rechtliches Gehör oder auf effektiven Rechtsschutz vorliegt, meine Damen und Herren, damit werden wir uns morgen befassen. Einen schönen Nachmittag und bis morgen. Vielen Dank. Ich sehe, hier ist noch eine Frage, meine Damen und Herren. Der entziehe ich mich natürlich nicht. Abstrakte Frage.
Es wäre doch durchaus denkbar, dass auch ein anderer Vertrag als UN-Charta sich einen Vorrang gibt, wie Artikel 103 der Charta. In dem Fall hat doch kein Vertrag Vorrang. Wieso ist es überhaupt möglich, im Vertrag zu Lasten eines anderen Vertrages etwas zu beschließen? Ja, interessante Frage. Das ist natürlich möglich. Wie es sozusagen in der nationalen Rechtsordnung gibt es die Privatautonomie. Im Völkerrecht gibt es die Souveränität der Staaten. Das bedeutet, wenn die Staaten sich in den Vereinten Nationen zusammenschließen und sagen, die Vereinten Nationen sind das Hauptforum, in dem wir uns weltweit zusammenschließen und das sozusagen den Rechtsrahmen für die Völkerrechtsordnung insgesamt vorgibt, dann können die Staaten aus ihrer staatlichen Souveränität heraus auch so eine Klausel wie den Artikel 103 UN-Charta schaffen. In der Europäischen Union übrigens ist das eben der Anwendungsvorrang. Ja, also man hat es da nicht ausdrücklich in die Verträge reingeschrieben, aber Koste in Nail-Entscheidung des EuGH, natürlich gibt es da auch eine Art Anwendungsvorrang. Wenn Sie so etwas nicht haben, dann funktionieren so große internationale Organisationen eigentlich auch gar nicht. Insofern macht der Artikel 103 UN-Charta natürlich durchaus Sinn. Warum man das überhaupt machen darf? Ganz klar, die Staaten sind souverän. Sie können ihre Staatlichkeit einschränken, wenn sie das möchten. Sie müssen es nicht. Sie müssen auch die UN-Charta nicht unterzeichnen. Sie müssen ihr nicht beitreten. Aber wenn sie das tun, und der 103 wurde eben gemeinsam ausgehandelt, dann gibt es eben einen gewissen Anwendungsvorrang des Unionsrechts und dem haben sich alle Staaten der Vereinten Nationen unterworfen. Hat das die Frage beantwortet? Prima. Meine Damen und Herren, noch Fragen? Ich beantworte sie gerne. Okay, gut, dann bedanke ich mich und wir sehen uns morgen. Vielen Dank.